Recht herzlich willkommen zur 149. Folge von Simotrans. Ja, wir sind da oben am Bushaltestellenplan, würde ich sagen. Frosch im Hals. Aber den bin ich jetzt gerade los. So, das heißt, wir müssen jetzt hier ausbauen. Da oben muss irgendwo wieder eine Bushaltestelle hin. Und zwar das. Das und da. Beziehungsweise da und dann um die Ecke die Post. Könnte man machen, ne? Aber da ist es so. Nee. Ja, doch, das ist so. Zack. Straße um die Ecke gebaut. Oh, da ist gleich schon was zugekommen, oder wie? Nee, doch nicht. Das ist ja nur bis dahin und da fängt's an, okay. Die Postkiste ist da. Zack, haben wir's. Fläche vergrößert. Und jetzt müssen wir die Linie nur ändern. Wer fährt denn hier ran? Stadtbus. Stadtbus Radolfzell Ost ist das, okay. Warte, dann können wir da auch direkt anklicken, dann kriegen wir sie auch. Dann können wir das aber wieder zumachen und das auch. Und die Bushaltestelle heißt Moosgasse. Linie ändern, wir suchen die Moosgasse. Und fahren Seebacher. Moosgasse. Machen da einfügen. Dort. Und dort. Und dann passt's. Zack, schließen. Und ab heute fahren sie. So, dann gucken, ob noch was Neues dazugekommen ist. Sieht aber nicht so aus. Schade, das war die 5 auf dem Ziffernblock. Die ich immer so gerne drücke. Hier ist ausgebaut. Aber alles abgedeckt. Gut, dann geht's da auch weiter voran. Dann gehen wir hoch. In die nächste Stadt, gucken, was da so los ist. Aber hier ist alles abgedeckt. Hier könnte was passieren, sonst nicht. Dann geht die Reise weiter nach Hadexen und Altenau, oder? Oder ist Altenau hier oben? Ich weiß es nicht. Wir wissen es gleich, wenn wir da sind. Altenau, genau. Und hier ist nichts über. Und Hadexen auch nicht. Ja gut, dann Riedenau. Ne, Riedenburg. Nicht Riedenau, Riedenburg. Das ist hier unten. Und hier ist nichts außerhalb. Und dann gehen wir nach Flodo. Kommen wir da so runter? Weiß ich gar nicht. Ich glaube weiter links dann, ne? Da, okay, dann gehen wir erst nach Waldeck und dann nach Flodo. Hier sind ein paar Straßen über Eck. Aber sonst läuft's. Hier ist alles abgedeckt. Der Pfeil nach links, der Pfeil nach rechts, krass. Und hier ist auch alles abgedeckt. Und lauter. Ist auch alles abgedeckt. Dann haben wir das geschafft. So, jetzt müssen wir mal gucken, was hier unsere Schiffe auf dem Meer machen, ne? Die Linie. Für die Bötchen. Getreide, Dömeln statt Nordwald. Ölschiff. Dömeln, Floto. Und da sind noch reichlich auf dem Wasser, ne? Der ist voll, der ist leer. Der kommt von Döbeln und fährt nach Floto, oder? Ja. Ja, wo ist denn der jetzt? Noch weit, weit weg. Und der ist da in der Nähe auch, ne? Achso, der andere ist jetzt hier da gewesen. Okay, haben wir gesehen. Postschiff.
Der ist gerade losgefahren, hat relativ viele sogar da noch dran. Interessant. Fast 200 Leute, die dann doch da mitfahren. Wollen die nicht umsteigen oder was? Der kommt mit 500 Leuten an. Von Floto. Machen wir gerade schneller. Ist der denn hier voll? Ne, der fährt leer. Das ist aber doof. Und der 33. Das gefällt mir ja gar nicht, dass der leer ist. Und wie viel bringt er jetzt mit? 216, er ist voll geladen. Und er? 119. Ja, das sind schwierige Zeiten. Ja, da müssen wir jetzt die Schiffgeschichte eigentlich einstellen, ne? Man sieht, das lohnt. Hier unten müssen sich irgendwo treffen. Da ist er. Der hat 163 geladen, okay. Also eigentlich dürften die hier nicht mehr mitfahren, weil der viel zu lahmarschig ist, auf Deutsch gesagt, ne? Weil der Karl-Marx-Straße ist überfüllt. 290 wollen nach Sonder aus dem Mittelgebirgsrathaus. Okay. Nachhausen sind nochmal 51 und 6. Okay. Da war jetzt gerade eine Straßenbahn gekommen. Ja, ist halt so, ne? Der fährt jetzt da mit 33 Leuten lang und er hat wieder 500. Freue ich den mal gerade und mach mal schneller. Der ist ja gleich in Döbeln. Hat 125. Wie viel stehen jetzt hier dann noch? Bei Sonderhausen sind 76, die langfahren wollen, okay. Post steht da auch noch, aber die gehen nur mit dem Schiff, ne? Ja, da weiß ich auch nicht, was wir da machen dann. Postschiff kommt gerade. 10 Sack Post, super, oder? Und das zweite fährt schon dahinterher, das kriegt gar keine Post dann mit, ne? Sieben Sack, super, das läuft. Und der hier, wie viel hat der dann? Null. Da will ich ja fast sagen, fahr den mal zum Depot, bringt ja nichts, oder? Der kam mit 0, der fährt mit 0. Zack. Und dann fährt auch der woanders lang. Gut, wissen wir das. Ja, 7 Sack Post, super, oder? 135 Passagiere und 113 Retour. Ja. Okay. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Aber was willst du anders machen? Hast du anders keine Chance. Gucken wir gerade nach dem zweiten Zug. Wie will der? Der muss ja gerade hier hinten losgefahren sein. So ungefähr. 100 Leute. Naja, lassen wir so. Wird sich schon noch etablieren, denke ich mal, ne? 79 von 104. 47, okay. Gut, kümmern wir uns noch um irgendeinen Bahnhof oder sowas oder irgendeine Haltestelle, die überfüllt ist. Döbeln Waldweg hat noch nach Altenau
4000 Passagiere. Radolfzell. Noch mehr nach Altenau. Und hier über Döbeln. Tunnel, ach, das ist da oben hin, okay. Ja, das ist es nicht. Das ist Floto. 2900 über das Wasser. Fahren immer noch genug. Post ist natürlich krass. Aber die ist nur intern, oder was? Wahrscheinlich. Das bedeutet, hier muss noch ein Postwagen drauf. Nehmen wir den doch, oder? Und der muss auf die Linie Stadtbus Floto, oder? Stadtbus Floto. Da. Und starten. Ich glaube, da ist so viel. Da starten wir noch weiter durch. Stadtbus Floto. Starten. Stadtbus Floto. Starten. Vielleicht kriegen wir das so runter. Gut, das haben wir dann auch. Passagiere war klar. Dann machen wir das zu, das Fenster. Nehmen den dritten hier. Wo war der? Oh, Elbtunnel. Da stehen 2000 Passagiere. Die wollen alle nach Döbeln. Plus nochmal hier 500 rundweg, 600 fast. Mit dem sind es 2,6 also. Ach, die anderen sind auch noch für Döbeln, okay. Ja, lass mal so. Radolfzell. 15 Passagiere. 18 und natürlich ohne Ende hier Getreide. Und das geht zur Mühle nach oben, ne, oder? Lübeln Mühle. Da sind wir beim Hopfen, hier ist die Mühle. Norddeutsche Mühle. Ah, okay, dann ist das nicht da lang, sondern hier lang. Okay, ist die Frage. Das fällt ja gar nicht, ne? Vielleicht sollte man dem mal ein Zeitlimit da reinsetzen. Das bringt ja nichts, wenn er die ganze Zeit hier steht und auf Beladung wartet. Das heißt Fahrplan für Züge. Und das ist Gerstemühle Getreidehof. Linie ändern. Das ist hier 100% Beladung und ich glaube, das ist jeden Tag einmal fahren und weg. Und das macht er jetzt auch. So, machen wir da mal die Fahrt mit, oder? Ach, da ist ja hier rechts das Fenster. Fahren wir mal mit. Bisschen schneller. Geladen. Ach, der fährt nur da hin und her. Okay. So, Rückweg aber immer voll auf jeden Fall. Läuft. Okay. Was machen wir da? Fährt immer mit 260 zurück, ist klar. Da kommt auf dem Hinweg auch nichts.
Ja, dann ist das halt so. Können wir auch so lassen. Postparkkasse ist klar, die ist da. Können wir auch schließen. Ja. Dem ist dann halt so. Und was macht er hier eigentlich? Fährt er dann da auch mit was ruhig? Ne, der fährt auch nichts mit mehr durch die Gegend. Der kommt jetzt leer an und nimmt nichts mit, oder? Nö. Fährt dahin und kriegt wieder nichts mit. Ja, da ist jetzt die Frage, was machst du da, ne? Bringt's ja so auch nicht, ne? So müsste man ein drittes Gleis bauen, damit er auch stehen bleiben kann, oder wie ist das? Weil wer fährt durch? Die Personenzüge fahren durch. Und dann kommt noch einer von da unten, dann kann sein, dass das nicht klappt. Und hier können wir definitiv was wegmachen. Lass uns mal gerade was abreißen hier. So, das passt schon mal. Gleise müssen her. So ist es dann schon richtig und dann am Bahnsteig dran, ne? Güterbahnsteig ist da. Und dann haben wir da einen mehr, ne? So, und dann, wenn der da gleich kommt, können wir dem, oder wir können auch so schon gucken. Linie, Züge, Getreide, Radolf Zell, ist das der? Der fährt gerade mit leer durch die Gegend, genau der ist das, okay. Das bedeutet, der muss eine Ladung haben am norddeutschen Getreidehof oder süddeutsche alter Getreidehof. Da müssen wir 100% einstellen vielleicht. Gucken wir mal. Da nochmal anmachen. Und dahin. So, und jetzt sollte der da stehen bleiben. Wenn er hier nichts kriegt, also kriegt aber auch nichts, ne? Sollte so sein. So, der steht und der wartet jetzt auf freie Strecke. Also ist das schon mal schlecht. Hier ist aber noch ein Auswahlsignal. Aber der hält hier nicht an, das ist das Problem. Das heißt, gib mir mal die Linie von dem. Die bearbeiten wir gerade. Einfügen. Und den eingefügt. Und hinzufügen müssen wir den auch noch. Und dann sollte es funktionieren eigentlich, wenn das dann gemacht. Ja, macht er. Linienverwaltung kann aus. Er steht jetzt hier. Der kriegt die Kurve und fährt jetzt da lang. Ne, er fährt jetzt erstmal woanders hin. Auch sehr schön. Dann fährt er da hin, oder? Ach, lassen erst nochmal zurückfahren. Egal. Zack, besser ist das. Er sucht sich auf jeden Fall. Ne, der nicht. Der ist ja noch da. Er müsste sich jetzt noch einen Weg suchen. Er wartet auf freie Strecke, bis der weg ist, fährt aber dann da rein, oder? Ja. Und was macht er? Er wartet auf freie Strecke. Das funktioniert ja wieder. Ja, doch, er fährt jetzt rein. Er hat ein freies Gleis gekriegt. Und er wartet jetzt auf was? Auf freie Strecke. Dann. Ach so, der fährt durch. Der hat sich das schon reserviert. Alles klar. Dann ist das okay so. Kommt schon der Bus wieder mit keine Leute drin. Doch 66, okay, passt. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt keiner drin.
Da sitzt einer drin, nämlich der Busfahrer. Und der fährt mit 0 durch die Gegend. Aha. Schwierig, ne? Gut. Das ist geklärt. Lass mal schneller laufen. Gucken, wann die anderen wiederkommen. Da kommt ein Zug. Ach, das ist wieder der Güterzug gewesen. Der fährt jetzt locker durch. Und da muss der zweite auch gleich kommen. Ne, da ist er erst. Okay, passt aber. Ja, das geht alles soweit. Ich glaube, das funktioniert hier. Okay. Aber für die Folge würde ich sagen, reicht's. Ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann, wenn euch die Folge gefallen hat, bitte den Daumen hoch geben, das wäre super. Und noch besser ist, ihr guckt die nächsten Folgen auch, die da noch kommen werden. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.